Die Entwicklungsländerkrise ist ja noch viel tiefer. Tatsache, dass Afrika nach so vielen Jahren nicht in der Lage ist, sich wirklich vollständig und selbstständig zu ernähren, ist der eigentliche Skandal. Dass Ägypten Weizen aus der Ukraine braucht, ist der Skandal. Und warum ist das der Fall? Das liegt auch wieder an unserem Marktsystem, weil wir diesen Ländern von vornherein verboten haben, ein eigenständiges landwirtschaftliches System aufzubauen und nur unser Zeug dahin hauen wollen. Das ist fatal und das ist falsch. Und deswegen brauchen diese Länder alle, die Osteuropäer, die afrikanischen, die anderen Entwicklungsländer, die brauchen keine offenen Märkte. Offene Märkte sind tödlich für die, sondern die brauchen Protektion. Diese Länder müssen beschützt werden vor uns. Das ist die eigentliche Aufgabe, um die es geht. Sie müssen vor uns beschützt werden, vor unseren schrecklich produktiven und wettbewerbsfähigen Volkswirtschaften. Davor müssen sie geschützt werden. Darum hätte es die letzten 50 Jahre gehen sollen. Aber wir haben das alles als schreckliche Ideologie gebrandmarkt und haben gesagt, die Märkte müssen offen und frei sein und dann ist alles gut. Dann ist eben nichts gut. Nichts ist gut.